Okay. Ich hoffe, dass es kein Feedback gibt hier. Gibt es nicht im Augenblick, ansonsten ziehe ich mich ein Stück weiter zurück. Ja. Yeah. Nach außen. Ja, sowas willst du vermeiden. Kurz nochmal einen Tontest bitte. Tontest, Check 1, 2. Hoffentlich keine Übersteuerung. Das wäre fatal. Sehr gut. Noch lauter, wenn man in Rage ist, dann redet man vielleicht noch ein bisschen lauter, in etwa so. Schön, dass ihr mich hören könnt. Es sieht so aus. Ich hoffe, auch hinten bei Karstadt kann man uns noch verstehen. Wir müssen leider hier sein, da der Bauernmarkt, glaube ich, da hinten ist und wir ja in Zeiten leben, in denen wir uns als Menschen nicht mehr so nähern dürfen. Erstmal ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Woyner. Ich bin von der Band Die Bandbreite. Einige Duisburger kennen mich vielleicht durch den Song Dat is Duisburg. Und einige Duisburger kennen mich vielleicht auch durch meinen politischen Aktivismus, dass ich seit jeher kritisch mit dem umgehe, was die Presse uns berichtet, was unsere Regierung so mit uns treibt. Und genau das ist auch der Grund, weshalb ich heute auf die Straße gehe. Ich gehe auf die Straße heute, um zu dokumentieren im Internet, und das können einige von euch tun, wenn euch das zu leise ist oder nicht nah genug rankommen könnt oder wollt, auf facebook.com/diebandbreite, ein Wort, habt ihr die Möglichkeit, euch auch heute Abend nochmal diese Demonstration, die ich hier angemeldet habe, ansehen zu können. Dabei möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken. Und zwar bei der Duisburger Polizei und beim Duisburger Ordnungsamt, im ganz Speziellen bei Herrn Rieschig von der Polizei, der alles in seiner Macht Stehende getan hat, um diese Veranstaltung möglich zu machen. Auf der anderen Seite bei Frau Adelhardt vom Ordnungsamt, bei der ich mich auch ganz herzlich bedanken möchte, weil es in diesen Zeiten wichtiger denn je ist, dass Grundrechte erhalten bleiben. Denn wir leben in einer Demokratie. Ein Grundrecht ist die Versammlungsfreiheit, ein weiteres Grundrecht ist das Recht auf freie Rede. Wir leben in Zeiten, die unglaublich befremdlich sind. Stellt euch vor, ihr hättet in den letzten Wochen den Fernseher ausgemacht und hättet die Zeit erlebt, die ihr gerade erlebt. Dann hättet ihr gemerkt, hey, die Sonne scheint, es ist super Wetter, man kann sich nach draußen legen, es ist eigentlich herrlich, oder? Es ist wunderschön. Ich hatte, weiß nicht, wann ich zum letzten Mal im April einen Sonnenbrand hatte, und den hatte ich, und viele von euch auch. Ja? Man hätte wahrscheinlich, wenn man den Fernseher nicht eingeschaltet hätte, sich weiter mit Freunden, Familie und Bekannten getroffen und hätte sich gefreut über die entspannte Stimmung, die im Augenblick herrscht. Man hätte Hochzeiten gefeiert, man wäre auf Beerdigung gegangen, um sich von seinen Liebsten zu verabschieden, die von der Erde gehen. Und man hätte sich darüber gefreut, endlich mal keine Einkaufswagen in die Hacken geschoben zu bekommen. Ja? Keine Fahrscheinkontrollen in den Bussen, auch eine super Sache, oder? Ist das nicht herrlich? Da gab es einen Berliner Busfahrer, der hat ganz klar gesagt, so, morgen, Leute, braucht ihr keine Fahrscheine mehr zu zeigen, war, da könnt ihr schwarz fahren. Fand ich sehr sympathisch. Und des Weiteren hätte euch auch keiner erzählt, dass irgendwo Leichenberge aufgetürmt werden oder stapelweise Särge rumliegen. Das hätte euch niemand erzählt. Denn ich habe in jeder Supermarktschlange nachgefragt, kennt ihr jemanden in eurer Familie, der verstorben oder schwer erkrankt ist? Und die Antwort war immer die gleiche. Und ich habe in jeder Supermarktschlange vor jedem Baumarkt gefragt. Die Antwort war immer nein. Vielleicht hättet ihr euch gewundert über ein paar merkwürdige Menschen, die mit Masken durch die Gegend laufen, und hättet gedacht, was ist denn jetzt los hier? Aber in Gänze hättet ihr gedacht, wow, eigentlich eine schöne Zeit. So entschleunigt, nicht wahr? Aber da gibt es so ein viereckiges Ding, was in eurem Wohnzimmer steht, wo man euch erzählt, was die Wahrheit ist. Denn eure Intuition, euer Gefühl, eure Umsicht, eure Achtsamkeit, die hat keine Bedeutung. Im Fernsehen gibt es Leute, die wissen besser als sie, wie man sich zu verhalten hat. Ja? Wir sind nicht mündig. Wir sind keine mündigen Bürger, sondern wir müssen folgen und
Wir müssen verfolgen, was die Medien uns erzählen. Und die Medien erzählen uns von einem schlimmen Virus. Einem äußerst gefährlichen, tödlichen Virus, der die ganze Welt stilllegt und einen nach dem anderen tötet. Der quasi aus der Hölle emporgestiegen ist und jetzt dafür sorgt, alle in Schrecken und Angst zu bringen. Doch ich sage, die wahren Opfer dieser Corona-Krise, das sind nicht die alten Menschen, die an einem Virus oder an einer Grippe gestorben sind. Das sind andere Menschen, aber mehr dazu später. Corona tötet nicht unsere alten Menschen. Die Todesrate von Corona liegt unter 0,5%. Influenza ist dagegen ein Monster. Die ganz normale Grippe hat im letzten Jahr 25.000 Menschen getötet. Und wenn man sich dann jetzt einmal anguckt, ja, wie viele illusionäre Viren in den letzten Jahren durch die Gegend gejagt worden sind, die uns angeblich alle ausgerottet hätten, dann haben wir da die Vogelgrippe, die ultra gefährlich war, die Schweinegrippe, ja, SARS, EHEC, Ebola. Letzten Endes ist faktisch nichts passiert, außer dass die meisten Menschen an den ja, ruckartig produzierten Impfstoffen und deren Nebenwirkungen gestorben sind. Massenweise sind die Menschen an den Nebenwirkungen der Impfung gestorben, die auf diese Viren gefolgt sind. Immer wieder wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben und jetzt, in diesem Jahr, haben wir es endlich geschafft, dass sich alle einig sind, dieser Virus muss absolut tödlich sein. Und die Frage ist, wo sind die Beweise? Im Augenblick sterben etliche Leute an Corona. In Italien ist jeder Tote im Augenblick ein Corona-Toter. Doch es ist ein Unterschied, ob man mit Corona stirbt oder ob man an Corona stirbt. Es gibt einen Arzt in Hamburg, dessen Name fällt mir nicht ein. Wir sind im Livestream, facebook.com/diebandbreite, da könnt ihr das gerne reinposten. Der hat gesagt, nein, ich unterschreibe nicht, dass dieser Tote ein Corona-Tote ist, ich mache jetzt eine Autopsie. Denn nur Autopsien stellen sicher, dass dieser Mensch auch an dieser Krankheit gestorben ist. Und wie viele Autopsien sind bei den Corona-Toten gemacht worden? So gut wie gar keine. Dieser Hamburger Arzt war einer der ersten, die so eine Autopsie gemacht haben. Und was hat er festgestellt? Gestorben mit Corona und nicht an Corona. Tja, da ist eine 107-jährige Niederländerin, die Corona überlebt hat mit 107 Jahren. Wo man sich ernsthaft die Frage stellen muss, was ist da eigentlich los? Warum diese Restriktionen? Warum ein Maulkorb, den wir ab Montag verordnet bekommen? Sonst dürfen wir nicht mehr einkaufen. Warum das Ganze? Und dem möchte ich heute hier auf den Grund gehen. Und es ist schön, wenn Sie sich das anhören. Wenn Sie sich unwohl fühlen, facebook.com/diebandbreite. Da finden Sie den Livestream, da können Sie auch in Sicherheit das hören, was ich Ihnen hier zu erzählen habe. Das nächste, was ich erzählen muss, ist erstens, es gibt so gut wie keine bestätigten Corona-Toten, weil nur eine Autopsie sicherstellen kann, dass jemand auch an Corona gestorben ist. Da können die Medien 100.000 Mal das Gleiche schreiben. Aldous Huxley hat es damals gesagt, der Mann, der schöne neue Welt geschrieben hat, 27.000 Wiederholungen machen die Wahrheit. Wenn ich den Menschen erzähle, Corona ist ein Scherz gegen die Influenza, dann kommen Antworten wie, aber Corona ist neu. Da sage ich, das spielt keine Rolle. 20.000 Menschen sterben im Jahr an Krankenhauskeimen. 6.000 sterben im Straßenverkehr. Es gibt so, jede 7 Sekunden, nein, mittlerweile sind es 5 Sekunden, in denen ein Kind an Hunger stirbt auf der Welt. An Hunger. Und wir laufen hier durch die Gegend in Masken und glauben, wir seien die bedrohteste Spezies, weil der Teufel uns ein böses Virus geschickt hat, das aber, und das werde ich im Laufe dieser Demonstration entzaubern, nichts anderes ist, als die Schweinegrippe, die Vogelgrippe, SARS, EHEC und Ebola. Gucken wir uns am Ende dieses Jahres die Todes- und Sterbestatistik alter Menschen an und Sie werden feststellen, das garantiere ich Ihnen, dass sich nichts geändert hat im Gegensatz zum Vorjahr. Und da kommen wir nämlich zum nächsten. Corona, was ist das eigentlich? Wo kommt denn das eigentlich her? Und wenn wir uns mal angucken, wie wird auf Corona getestet, da stellen wir fest, es gibt den sogenannten PCR-Test. Und das ist ein Gentest.
Und die meisten Leute stellen sich vor, da gibt es dieses runde Kügelchen, was wir immer sehen, mit den kleinen Noppen drauf. Und innen ist so ein endlos langer DNA-Strang von dem Virus. Ja? Und dann gibt es den Menschen, da greifen wir in den Menschen rein, ziehen den Blut raus. Und da finden wir dann auch diesen runden Corona-Ball mit dem endlos langen Virus. Dann legen wir die zwei Dinger nebeneinander und dann vergleichen wir das und sagen, der hat Corona. Faktisch ist der besagte PCR-Test etwas vollkommen anderes. Man haut einmal auf das Virus drauf, das man gefunden hat, dann zerbricht es in Sporen, dann haut man nochmal drauf, dann zerbricht es in Phagen. Also um eine Analogie herzubekommen, ist es, man hat zwei Töpfe mit Buchstabennudelnsuppen mit zwei Kellen drin, haut die eine Kelle auf den Tisch, haut die andere Kelle auf den Tisch und dann schiebt man sich die Buchstaben so hin, wie man es gerne hätte und dann sagt man, ja, hier ist jetzt zwar zwei Buchstaben oder 10 oder 50 Buchstaben mehr, aber ansonsten ist eigentlich alles fast identisch. Und das, wobei unsere DNA zu 97% identisch ist mit dem der Fledermaus und der Amöbe. Diese Tests sind ungefähr so aussagekräftig wie... Sie sind nicht aussagekräftig. Dr. Lanker, der darüber berichtet hat, wie diese Tests funktionieren, von dem ich das weiß, der sagte mir, suchen Sie sich das Labor aus und entscheiden Sie sich, ob Sie 80% positiv oder 20% positiv haben wollen. Es gibt sogar Labore, die verbieten, wenn man Tests bei Ihnen gemacht hat, nochmal bei einem anderen Labor einen Test zu machen. Auf Deutsch gesagt bedeutet das, und da können die Medien 100.000 Mal mir von der Gefahr von Corona erzählen, dass es nicht einmal einen faktischen Beweis für die Existenz dieses Virus gibt. Da lachst du. Da lachst du. Ja, da lacht ihr. Und jetzt mache ich einen kleinen Exkurs. Einen kleinen Exkurs. Wie fing denn alles an? In China, da kommt schon mal die erste Frage auf. Wer findet überhaupt so ein Virus? Wer findet so ein Virus? Und wieso rennt China als ein autoritäres Regime mit im Dezember gerade mal 100 Infizierten einer komischen Lungenkrankheit zur Weltgesundheitsorganisation? Sie erinnern sich noch an Tschernobyl, oder? Wie lange hat das gedauert, bis die Russen gesagt haben, ja, uns ist da ein Atomkraftwerk explodiert? Autoritäre Regime, Diktaturen legen keinen Wert darauf zu zeigen, dass es bei ihnen schlimme Krankheiten gibt. Wissen Sie, wie viele Menschen am Tag in China an Luftverschmutzung gestorben sind? 5000 Menschen pro Tag. Die Zahl der Toten durch Luftverschmutzung in China ging in die Millionen. Und da kommt ein diktatorisches Regime und diskreditiert sich selbst vor der Weltgesundheitsorganisation mit 100 Fällen einer nicht so genau definierbaren Grippe? Kommt Ihnen das nicht komisch vor? Wissen Sie, man muss Medien betrachten. Und wenn man Medien betrachtet und feststellt, das sind die Zahlen der Influenza-Toten und das sind die Zahlen der Corona-Toten, dann dürfen Sie nicht dem Klaus Kleber glauben, der sagt, Corona ist 10-mal so schlimm. Dann müssen Sie selber denken, denn Sie waren in der Schule und Sie können ausrechnen, wie viel Tote Influenza und wie viel Tote Corona produziert und dann merken Sie, Corona ist überhaupt gar nicht gefährlich. Corona ist irrelevant und wie ich es gerade sagte, vielleicht sogar non-existent. Ein Whistleblower, ein chinesischer Arzt hat angeblich gesagt, oh, die Chinesen versuchen was zu verschleiern. Als ob die Chinesen den nicht hätten aufhalten können. Ich meine, wir sind in der Lage, vor den Augen der Öffentlichkeit Julian Assange, einen Pressehelden, zu verhaften und in den Knast zu stecken wie einen Verbrecher. Und es gibt keine Reaktion in unserer ach so tollen Demokratie. Da wird ein Pressevertreter einfach weggesperrt und es gibt überhaupt keine Reaktion von den Menschen da in England, wo das passiert ist. Mit einem falschen Vorwurf. Assange hat die Schweinereien, die Kriegsverbrechen der US-Amerikaner aufgedeckt und ihm wird jetzt einfach Vergewaltigung vorgeworfen, damit man ihn irgendwie in den Knast bringen kann. Und alle machen das mit. Da stehen keine Hunderttausende vor dem Knast. Die sind in der Demokratie. Und in China schafft es so ein Whistleblower rauszukommen und zu sagen, hallo, gefährlich, da sind 100 Leute, die husten ein bisschen. Die Chinesen hätten den Kopf kürzer gemacht, wenn sie nicht gewollt hätten, dass diese Information rauskommt. Und da sind wir schon beim Nächsten. Worüber auch die Mainstream-Medien schreiben. Ja? Und da müssen Sie, wenn Sie mir jetzt vorwerfen, ja, dann guck doch mal Zeitung, selber die Zeitung lesen. Aber Sie müssen auch interpretieren. Sie dürfen nicht nur den Kommentatoren glauben. Denn die Wahrheit liegt selbst in den Mainstream-Medien direkt vor Ihren Augen. Es gibt ein Virenentwicklungslabor in Wuhan. Ja, und das hat die Bild-Zeitung geschrieben. Das ist aus der Bild-Zeitung, das hab ich mir nicht aus den Fingern gesogen. Und wissen Sie was? Im letzten Jahr hat Bill Gates das sogenannte Event 201 veranstaltet.